Starten wir mit einem neuen Aquariumprojekt und zwar den Juwel Rio 125. Also ich möchte das Ganze natürlich auch wie ein Aquascape einrichten, dann haben wir die perfekte Filterung für Pflanzenaquarien. Die Aquarien von Juwel sind so generell mit den beliebtesten Aquarien, was es so gibt auf dem Markt. Und ich selbst hatte noch keins. Normalerweise habe ich mehr so High-End-Setups, so wie das hier, das ADA 120P. Da kostet das ganze Setup, so wie ich es hier stehen habe, mit Filter, Unterschrank, Aquarium, Beleuchtung, circa 5.000 bis 6.000 Euro. Und das Glas alleine kostet schon 800 Euro. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und im Vergleich zu den ADA-Aquarium ist das natürlich eine andere Nummer. Es ist nicht so hochwertig verarbeitet und nicht so High-End wie das andere, aber das muss ja nicht unbedingt sein, weil das hier zum Beispiel kostet um die 360 Euro, also ein großer Unterschied und natürlich ist es nicht dieselbe Qualität, wäre ja auch ein bisschen blöd für die teuren Aquarien, wenn die nicht irgendwie ein bisschen hochwertiger wären. Aber ich wollte mir mal ein günstigeres Aquarium-Setup aufstellen, weil ich finde, es schaut auch gut aus. Man kann auf jeden Fall auch coole Sachen draus machen. Also ich möchte das Ganze natürlich auch wie ein Aquascape einrichten. Oft sagen ja Leute, sie haben kein Aquascape, sondern haben ja nur ein Juwel-Aquarium. Aber für mich beginnt Aquascaping dann, wenn man sich Gedanken macht, wie man das Ganze einrichtet. Also wenn man nicht einfach nur ein paar Pflanzen reinsetzt und ein paar Steine, damit die Tiere Unterschlupf haben, sondern wenn man sich Gedanken macht, wie man das Aquarium schön einrichtet, damit das gut aussieht und dass sich die Tiere drinnen wohlfühlen. Ich habe mich jetzt für das Juwel Rio 125 entschieden. Die Rio-Reihe sind ja die Aquarien, die ein bisschen breiter sind, also eher so länglicher, eher das normale Standard-Aquarium-Format, wie ich sonst meistens habe. Und das ist die kleinste Größe, also 125 Liter. Das sind 81 cm mal 36 mal, hier steht jetzt 132, ich glaube es ist um die 40, ich werde es euch einblenden, wie hoch das genau ist, aber es sind 125 Liter. Und ich habe mich hier für die Gräu-Variante entschieden, das ist hier eine relativ neue Farbe, gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, aber finde ich, macht sich auch richtig gut. Der Deckel davon ist schwarz, so wie halt bei jedem Rio, das finde ich bei den Grauen nicht so schlimm. Es gibt das Ganze aber noch in schwarz, wie es wahrscheinlich am bekanntesten ist, dann noch in weiß und zwei Holzoptikarten. Und ich denke, bei den Weiß wird das Schwarz ein bisschen mehr rausstechen. Deshalb finde ich das so in den Grau oder in Schwarz mit am schönsten. Ist aber natürlich Geschmackssache. Bei den 360 Euro ist auch der Unterschrank dabei. Es gibt das, glaube ich, auch einzeln, aber meistens bekommt man das Set. Da ist dann das Aquarium mit Innenfilter, mit Beleuchtung und der Unterschrank dabei. Und der Unterschrank ist passend zu den Leisten hier oben, auch in Grau. Und der ging relativ schnell zu zusammenbauen. Man muss schon sagen, der ist halt für den Preis angemessen. Also nicht irgendwie High Quality. Es ist so Pressspan laminiert, was auch relativ gut laminiert ist, also auch das Einlegebrett, was man auf einer Seite montieren kann, ist auf allen Seiten laminiert, sodass es nicht so leicht aufquellen kann. Aber natürlich, wenn da irgendwie Wasser unten drinnen steht, wird sich das auch voll saugen. Aber das ist ja generell eine Sache bei jedem Unterschrank, dass der halt nicht unbedingt nass werden soll. Er hat Push to Open, hat aber kein Soft Close, also wenn man zuhaut, dann knallt die Tür zu oder springt zurück auf den Push to Open Ding. Und hier ist zum Beispiel jetzt auch so ein kleines Ding von der Laminierung. Aber es ist vollkommen okay. Ich habe selbst meine eigenen Aquarium-Massivholz-Unterschränke und das ist qualitativ was ganz anderes. Aber der Preis natürlich auch. Der hier kostet einen Bruchteil von meinen Massivholz-Unterschränken. Man hat hinten zwei relativ große Öffnungen, wo man Kabel und so durchlegen kann. Wie gesagt, die Scharniere haben kein Soft-Close, das wäre noch gut. Das sind noch relativ kleine Scharniere, also kann man die, glaube ich, nicht so einfach austauschen gegen so Standard-Scharniere, was man so bekommt mit Soft-Close. Und die Füße lassen sich nicht von der Höhe verstellen, sondern man muss irgendwas drunter legen, um das Ganze auszurichten, weil das ist immer wichtig, vor allem bei so größeren Aquarien, so wie das, auch wenn es das kleinste davon ist, dass es gerade in Waage steht, also dass man mit einer Wasserwaage schaut, ob es wirklich gerade steht und es gut ausgerichtet ist und stabil steht und nicht irgendwie schief und dann irgendwie die Belastung auf das Glas anders ist. Das habe ich dann auch gleich gemacht nach dem Aufbauen, also einfach nur den Schrank erstmal ausgerichtet mit einer Wasserwaage und dann das Aquarium draufgestellt. Man muss dann ein bisschen schauen, dass wenn sich der Boden vielleicht ein bisschen zusammendrückt oder so, dass man nachher nochmal kontrolliert, wenn Wasser drinnen ist, ob das wirklich in Waage steht. Sonst muss man schauen, dass man vielleicht ein bisschen nachjustiert und noch was drunter legt. Das ist halt immer ein bisschen nervig, wenn man keine verstellbaren Füße hat. Das war es dann auch schon zum Unterschrank. Dann kommen wir zum Aquarium selbst. Das hat, wie gesagt, diese Kunststoffleisten, die einmal drumherum gehen und unten auch so eine Kunststoffleiste, die so als Kiesblende mehr oder weniger
auch dienen. Aber die ist auch nicht zu hoch, weil das finde ich immer ein bisschen blöd, wenn der eine relativ hohe Kiesblende ist. Man möchte nur eine dünne Schicht Sand verwenden, dann hat man so eine Kante vorne und sieht den Bodengrund gar nicht so. Das finde ich immer ein bisschen blöd und das ist hier nicht so schlimm. Also kann man hier auch irgendwie Sand benutzen und den halt so 1 cm hoch aufschütten. Man benutzt für die Aquarien auch keine Unterlagmatte, das ist auch wichtig, weil das Aquarium steht auf der Kunststoffleiste an. Man sollte die auch auf keinen Fall entfernen, also irgendwie rausschneiden, weil die dient auch zur Stabilität vom Aquarium. Also es ist ganz wichtig, dass man das Aquarium zum einen nicht auf eine Unterlagmatte stellt, sondern halt nur auf den Kunststoffrahmen und dass man die Rahmen nicht irgendwie abmontiert, weil man sich denkt, irgendwie es schaut dann besser aus oder man hat dann keine Abdeckung. Das wäre keine gute Idee, weil das Glas ist hier halt so gewählt, dass es mit den Kunststoffrahmen stabil ist. Das Aquarium wurde mir übrigens von Juwel zugeschickt, aber ohne Bezahlung. Also wenn mir irgendwas nicht so gefällt, dann werde ich es natürlich sagen, so wie sonst auch immer. Hier drin liegen noch die Befestigungen für den Transport. Die sind hier irgendwie in der Lampe eingeklipst. Die muss man auch entfernen und dann kann man die Abdeckung drauflegen. Die kann man hier auch einfach aufmachen. Sind zwei so Klappen, wie man es halt von Juwel kennt und hat dann hier die ganze Halterung von der Lampe und den Klappen für die Abdeckung. Und die kann man dann hier auch nach hinten schieben und nach vorne schieben, damit man besser ins Aquarium greifen kann. Im Aquarium ist mittig auch noch eine Kunststoffstrebe. Die ist ein bisschen im Weg, aber nicht so schlimm, denke ich. Also man kriegt da, glaube ich, das Harzgewand so gut rein. Aber ist natürlich was, was im Weg ist, was bei einem offenen Aquarium halt nicht der Fall ist. Bei der Beleuchtung, die kann man dann auch einfach nach hinten schieben, also den ganzen Aufbau, damit man Platz hat zum Einrichten, damit man auch Licht hat und einrichten kann, ist auch eine gute Sache. Und Abdeckungen haben natürlich auch Vorteile. Also zum einen verdunstet nicht so viel Wasser, beziehungsweise das verdunstete Wasser tropft wieder ins Aquarium hinein. Und wenn man jetzt zum Beispiel Katzen hat oder so und Angst hat, dass die irgendwie ins Aquarium fallen könnten, ist es halt hier nicht der Fall, weil hier sollte nichts passieren. Der Nachteil ist halt, man hat eine Abdeckung von oben und sieht halt weniger vom Aquarium tendenziell, weil bei offenen Aquarien hat man auch immer die Oberfläche, wo man ins Aquarium reinsehen kann. Man kann Sachen reinbauen, die aus dem Wasser rausstehen und Pflanzen haben, die aus dem Wasser rauswachsen. Das ist halt hier nicht so gut möglich oder schaut halt nicht so gut aus, wenn man das jetzt irgendwie abmacht. Ist halt zum einen Geschmackssache und aber auch Budgetsache. Die Beleuchtung ist die Standardbeleuchtung von Juwel. Es gibt auch mittlerweile einige Optionen, dass man die Lampe auch austauschen kann. Zum Beispiel von Shihiros oder halt von Juwel selbst gibt es auch eine Beleuchte zum Austauschen. Ich werde aber jetzt auf jeden Fall erstmal die Beleuchtung drinnen lassen, weil ich möchte auch schauen, ob man mit der Standardbeleuchtung was Cooles bauen kann und ich gehe mal davon aus. Natürlich ist man ein bisschen eingeschränkt, was Pflanzen angeht. Also jetzt einen ganz dichten Bodendecker mit gewissen Pflanzen wird wahrscheinlich nicht so gut gehen. Oder manche schwierigeren Pflanzen könnten auch schwer sein. Aber das werden wir uns noch in den nächsten Videos anschauen, wie ich das Ganze dann einrichten werde. Generell muss man auch zur Beleuchtung sagen, dass eine starke Lampe nicht immer die beste Wahl ist. Also es muss nicht unbedingt immer die allerstärkste Lampe sein, vor allem wenn man ein pflegeleichteres Aquarium haben will. Also wenn man vielleicht nicht jede Woche viel Wasser wechseln möchte und viel Pflanzen schneiden möchte und sich sehr gut mit Dünger und CO2 beschäftigen möchte, ist eine schwächere Leuchte wahrscheinlich auch sogar die bessere Wahl, als jetzt irgendwie die allerstärkste neue Lampe zu haben. Deshalb ist es gar nicht so schlecht, mit was Schwächeren anzufangen und dann vielleicht später mal abzugraden, wenn man merkt, ist die Lampe der Schwachpunkt und nicht das CO2 und der Filter oder was auch immer. Ich mach mal hier den Sticker hier ab, weil der stört mich schon die ganze Zeit. Ich wollte den fürs Video drauf lassen. Aber machen wir den mal ab. Es ist einmal eine LED Day und einmal eine LED Nature. Einmal mit 9000 Kelvin und einmal mit 6500 Kelvin von Watt oder Lumen. Steht jetzt nichts drauf, aber es ist nicht besonders viel, aber es ist für vieles ausreichend. Dann kommen wir noch zum Filter selbst, also das ist ein Innenfilter. Beim Aquascaping ist man ja oft nicht so ein Fan von Innenfilter, weil die natürlich die Optik ein bisschen zerstören. Also die nehmen auch einfach viel Platz im Aquarium weg, wo halt nichts sein kann. Man muss irgendwie schauen, dass man das ein bisschen versteckt, damit man das nicht so sieht. Deshalb habe ich mich hier auch für eine schwarze Rückbandfolie entschieden. Also die ist nicht standardmäßig drauf, sondern die muss man selbst noch dazu machen. Ich habe jetzt einfach die von Juwel gekauft, zugeschnitten, weil ich eine bisschen größere hatte und einfach hinten reingesteckt, also in die Blende hier rein und unten rein und seitlich mit den Klebestreifen fixiert,
das hält hier ganz gut und dann braucht man nicht irgendwie kleben, geht auch viel einfacher so. Und dadurch fällt dann der Filter nicht mehr so auf und auch die schwarzen Verklebungen. Wenn man jetzt hier eine weiße Rückwand verwenden würde, würde der Filterkasten ziemlich ins Auge stechen und auch die schwarzen Nähte. Da finde ich es mit dem Spat um einiges besser und auch wenn man viele grüne Pflanzen hat, macht das einen guten Kontrast und gefällt mir auch sehr gut. Also kann auch gut aussehen, so eine schwarze Rückwand. Zum Filter selbst, das ist der BioFlow M. Ich lese das hier ab, weil ich habe die Juwelfilter gar nicht im Kopf. Dann EcoFlow 500, 5,5 Watt, ich denke das ist die Pumpe. Und 500 Liter pro Stunde, ist jetzt nicht besonders viel, aber es wird ausreichend sein. Und was ich auch nicht wusste, es ist ein Heizstab dabei, was auch eine coole Sache ist, weil ich wusste, man kann den Heizstab in den Filterkasten verstecken, aber ich wusste nicht, dass da standardmäßig einer dabei ist, also ist auch noch einmal ein bisschen was, was man spart, wenn man ein anderes Setup kauft. Dann haben wir hier das Innere für den Filter, weil jetzt ist im Filter, ich mache das mal zur Seite, weil jetzt ist der Filter einfach leer. Also die Filterkammer ist jetzt erstmal leer. Hier ist eine Unterteilung drinnen. Die kann man hier einfach rausziehen. Und hier steckt dann die Pumpe drinnen, die von unten ansaugt. Dann hat man in der Filterkammer einmal hier so Schlitze, wo Wasser reinfließen kann und dann durch die Filtermaterialien durchfließt. Und einmal hat man noch hier unten Schlitze, also weiter unten, wo Wasser reinfließen kann. Dann packen wir das mal aus. Ich muss sagen, ich habe das selbst noch gar nicht richtig ausgepackt und angeschaut. Hier hat man einmal die Pumpe selbst. Dann hat man hier feine Schwämme. Noch mehr Schwämme. Ein Outflow. Ein Deckel für die Kammer, dass keine Fische reinspringen können. Dann noch eine kleine Bürste zum Saubermachen. Das ist auch auf jeden Fall cool, dass man irgendwie Sachen putzen kann. Hier einen Outflow, also ein Ausströmer, der noch raufkommt. Und hier einen Heizstab. Okay, der in so Kunststoff eingelassen ist. Ist auf jeden Fall auch gut, dass man den nicht so leicht kaputt machen kann. Und von der Temperatur stelle ich den einfach jetzt mal auf mittig auf 24 Grad, weil das reicht für die meisten Fische. Wichtig ist nur, dass man den immer nur einschaltet, wenn der unter Wasser ist und nicht jetzt gleich einsteckt und der dann gleich mal kaputt geht. Oder auch beim Wasserwechsel ist wichtig, dass man den immer aussteckt. Ah, okay, ja, hier. Klebt dann ein, hier sind so Schlitze dafür. Und dann kann man die wahrscheinlich... Den kann man einfach da reinstecken. Okay, das ist echt nice gemacht. Dann haben wir hier die Pumpe. Die stecken wir auch einfach hier in die passende Öffnung rein. Dann können wir den Ausströmer reinstecken. Der steckt dann in der Pumpe drinnen. Können wir uns dann ausrichten, sodass die Oberfläche auch leicht bewegt wird und wo die Strömung hingeht. Und dann kommen wir jetzt zu den Filterkörben selbst. Und da haben mich schon ein paar Leute gefragt, wie ich das bestücken werde. Und ich muss sagen, ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, ich habe schon mal so einen groben Plan. So, das Wasser fließt ja von oben durch. Einmal den Filter, der grüne, das ist ein Nitratfilter. Ja, Nitratfilter brauche ich jetzt in meinem Fall nicht, weil ich ein Pflanzenaquarium habe. Der hat auch irgendwie so eine Tablette oder so drinnen, die sich aufbraucht und die man austauschen muss. Dann haben wir hier einmal Vlies, das benutze ich meistens auch nicht, aber ich glaube in dem Fall benutze ich es mal. Und dann haben wir hier noch einen Aktivkohlefilter, den man vorher gut durchspülen muss. Man muss bei der Bestückung von einem Filter immer drauf schauen, was für ein Aquarium möchte man haben. Ich möchte hier ein Aquascape einrichten, also ein Pflanzenaquarium mit vielen Pflanzen, wenig Fischen und ich werde wahrscheinlich immer wieder auch düngern müssen, weil ich werde auch eine CO2-Anlage verwenden, die zeige ich euch nachher noch. Und da möchte ich jetzt nicht irgendwelches effektives Filtermedium haben oder so Filtermedium wie das, einen Nitratentferner, der mir das Nitrat rausholt, was die Pflanzen brauchen, sondern ich möchte eher weniger haben. Und wenn man jetzt einen Filter hat, möchte ich immer, dass zuerst der grobe Schmutz rausgefiltert wird. Das macht man am besten mit einem groben Filterschwamm. Also kommt der hier oben hin, weil hier ist so, dass das Wasser von oben reinfließt und nach unten fließt und von unten dann rausgepumpt wird. Deshalb ist ganz oben der grobe Filter. Aber in dem Fall werde ich das Vlies erstmal verwenden, um am Anfang den groben Schmutz zu entfernen. Deshalb kommt das Vlies
ganz oben hin, weil ich das schnell entfernen kann und schnell austauschen kann, weil sich das tendenziell ziemlich schnell zusetzt. Dann haben wir noch den Kohlefilter, den kann man in Aquascapes auch am Anfang immer verwenden. Ich habe schon ein paar Mal im Pflanzenaquarium Aktivkohle in den Filter benutzt, einfach um zusätzliche Belastungen am Anfang rauszuholen. Hier ist auch wichtig, dass man den nach ein paar Wochen, nach zwei, drei Wochen wieder rausholt, weil der nur eine gewisse Zeit Giftstoffe und Stoffe aufnehmen kann und dann tendenziell wieder abgibt. Deshalb habe ich jetzt, weil ich jetzt so mache, ganz oben die Filterfließ verwende, dann die Kohle, dann den Schwamm. Und dann kommt hier so ein feiner Schwamm rein. Und ich glaube, dann ist die erste Kammer voll. Ja, dann haben wir die erste Kammer voll. Tendenziell muss ich jetzt hier sagen, ich habe jetzt keine hundertprozentige Sicherheit, ob das jetzt so perfekt ist, weil ich habe noch nie ein Juwel-Aquarium verwendet. Aber ich bestücke das jetzt einfach so, wie ich meine anderen Aquarien bestücken würde. Und da habe ich schon echt viele von eingerichtet und längere Zeit gepflegt. Und da habe ich so die besten Erfahrungen gemacht. Und dann in der untersten Kammer, also da, wo das Wasser als letztes durchfließt, kommt biologisches Filtermedium rein. Und da benutze ich immer das Seachem Matrix. Also das habe ich jetzt hier in so einen Beutel eingefüllt. So ein Filterbeutel von Aqua. Kann man mit einem Schraubverschluss zumachen. Ist auch komplett aus Kunststoff, also kann da nichts passieren. Und da benutze ich immer so 1 Liter pro 100 Liter Aquariumwasser. Es steht zwar drauf, dass es Nitrat und andere Stoffe rausholt, aber es holt nicht so viel raus wie andere Filtermedien, wie zum Beispiel Siporax. Das wäre zum Beispiel für Gesellschaftsaquarien gut, wenn ihr jetzt gar nicht so viel Pflanzen haben wollt. Dann wäre zum Beispiel Siporax wahrscheinlich auch nicht schlecht oder das, was dabei ist oder das, was von Juwel gibt. Aber bei bepflanzten Aquarien oder stark bepflanzten Aquarien habe ich die besten Erfahrungen mit Seachem Matrix gemacht. Und hier habe ich jetzt ca. so 1,5 Liter. Das kommt jetzt hier rein. Dann kommt das hier rein, da werde ich aber nachher erst den Kohlefilter auspacken und auswaschen, wenn es soweit ist. Wichtig ist generell die ganzen Filtermedien auszuwaschen. Auch das Seachem Matrix, das ist sehr wichtig, weil das staubt sehr. Aber auch die Schwämme ist immer besser, wenn man die einmal kurz durchspült, bevor man sie verwendet. Und dann kommt hier der zweite drauf. Dann haben wir die perfekte Filterung für Pflanzenaquarien. Was ich dann noch immer verwende, ist der Gelfilter, also der Filterstarter von Mycoplift. Der sorgt einfach dafür, dass sich die Filterbakterien auf den Filtermedien schneller ansiedeln können. Das mache ich dann immer so, dass ich das vorher gut schüttel, so wie mit allen Produkten, und dann auf die Filtermaterialien auftrage, bevor das Wasser drin ist, sodass es einmal so eine halbe Stunde einwirken kann. Und dann befülle ich das Aquarium erst mit Wasser und so können sich die Filterbakterien schneller in den Filtermedien ansiedeln. Und das Aquarium läuft einfach schneller, stabiler. Dann haben wir das. Hier oben haben wir gesagt, einmal die Klappe vorne und hinten auch eine Klappe. Die kann man noch rausnehmen. Und hier haben wir so Durchführungen für Kabel. Hier drinnen gibt es dann noch eine Füllstandsanzeige, also wie hoch man das Ganze befüllen soll. Und ich habe das im Video von Aquado so gesehen. Hier ist irgendwo ein Sticker. Oder hier sollte irgendwo ein Sticker sein. Ja, hier hinten, ich werde euch das einblenden, ist jetzt bei mir leider die Rückwandfolie davor, aber irgendwo im Rahmen, wo man nicht hinkommt, ist auch noch so ein kleines Etikett, wo das Fertigungsdatum draufsteht. Also auch gut zu wissen, wenn man jetzt vor allem ein gebrauchtes Aquarium kauft, dass man schauen kann, wann das Sticker hergestellt worden ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt bei mir erkennen kann. Leider nicht, weil ich habe jetzt die Folie von hinten reingeschoben und jetzt sehe ich den Sticker nicht mehr. Ist aber halb so schlimm, ist ja komplett neu, da weiß ich, dass es noch nicht alt ist. Hier haben wir noch so eine Klappe für einen Futterautomat, also das Smart Feeder. Werde ich jetzt bei mir erstmal nicht brauchen. Können wir erstmal abziehen. Vielleicht drucke ich mir noch ein paar Sachen für das Aquarium. Also ich habe mir schon angeschaut, für hier hinten könnte man noch so Clips drucken, dass nur die Kabel durchschauen können und nicht so eine größere Öffnung ist, dass man es ein bisschen verkleinert. Und hier könnte man vielleicht auch irgendwas drucken, dass man halt das aufschieben kann. Ansonsten kann man es hier halt öffnen und kann halt auch irgendwie die Fische füttern. Also das passt auch. Dann habe ich ja gesagt, dass ich das Ganze mit CO2 betreiben möchte und da benutze ich die Anlage von Aqua. Also ich weiß, CO2 ist immer so eine Sache, da ist man, wenn man anfängt, ein bisschen vorsichtig. Es kostet viel Geld, man muss die Flasche irgendwo austauschen immer und vollfüllen lassen. Und es ist vielleicht ein bisschen unheimlich, wenn man so eine Druckgasflasche zu Hause hat. CO2 ist aber echt wichtig für schöne Pflanzen. Also jede Pflanze wächst besser mit CO2. Es gibt welche, die auch ohne CO2 auskommen, aber halt nicht so schön wachsen, weil CO2 ist der Hauptnährstoff, den Pflanzen brauchen.
und aus denen Pflanzen auch bestehen. Deshalb wächst eine Pflanze besser mit einer extra CO2-Zufuhr und da funktioniert irgendwie nicht so ein flüssiges CO2. Also es gibt dann noch die Alternative, eine Bio-CO2-Anlage zu kaufen, dann eine Druckglasflasche und das Zwischending ist hier eine chemische CO2-Anlage. Die ist jetzt von Aker und ich finde die richtig nice, vor allem weil man sie halt immer direkt zu Hause auffüllen kann. Wenn jetzt irgendwie Samstagabend das CO2 ausgeht, kann man die einfach aufschrauben, die Flüssigkeit darin wegschütten und man kann sie wieder befüllen. Dann hat sie auch noch eine Nachtabschaltung, das heißt, dass man sie mit einer Zeitschaltuhr steuern kann, dass nur CO2 ins Aquarium kommt, wenn das Licht leuchtet. Bei Pflanzen verbrauchen nur CO2, wenn das Licht leuchtet. Also hier ist ganz praktisch, man kann es einfach abnehmen. Das hier ist der Blasenzähler, also wo man Wasser einfüllt, damit man schauen kann, wie viel CO2 circa ins Aquarium kommt. Damit kann man das grob einstellen. Um den genauen CO2-Gehalt im Aquarium zu bestimmen, gibt es einen Dauertest. Den hängt man einfach rein. Das ist ein kleines Glasteil, wo man eine Flüssigkeit reinfüllt und die zeigt dann an, wie der CO2-Gehalt im Aquarium ist. Weil je nachdem, wie groß die Blasen hier drinnen sind, wie stark die Oberflächenbewegung ist, ob man jetzt ein Aquarium hat ohne Abdeckung oder mit Abdeckung, kann sein, dass man mehr oder weniger CO2 braucht und je nachdem, wie viele Pflanzen im Aquarium sind. Deshalb kommt danach noch ein Dauertest rein und einen CO2-Diffusor gibt es auch von Aker, einen Edelstahl-Diffusor, den würde ich hier verwenden. Habe ich jetzt gerade nicht da, aber den werde ich euch dann auch im nächsten Video zeigen. Also das Ganze ist eine chemische Reaktion, man benutzt dafür zwei Komponenten, die man hier reinfüllt in Pulverform, dann kommt noch Wasser dazu, dann schraubt man das schnell zu und dann reagiert das miteinander. Da merkt man auch, dass das Ganze ganz kalt wird und beschlägt und dann entsteht hier drinnen Druck. Das ist dann auch so, dass der ganze Druck, also das ganze CO2 dann in der Flasche ist und dann langsam über das Feinnadelventil hier ins Aquarium kommt. Selbst mit der Flasche kann nichts passieren, also die kann nicht irgendwie zerplatzen. Jede einzelne Flasche wird mit viel mehr Druck getestet, als da jemals entstehen kann. Also braucht ihr euch da keine Sorgen machen, dass da irgendwas passiert. Und sonst ist hier auch noch ein Überdruckventil, wo auch dann, wenn zu viel Druck wäre, das entweichen könnte. Die installieren wir aber dann im nächsten Video. Im nächsten Video werde ich das Ganze dann einrichten und bepflanzen und den Rest der Technik installieren. Also wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal. Und schreib auch gerne in die Kommentare, was du gern sehen würdest, wie ich das Ganze einrichten soll, was ich verwenden soll und was für Tiere reinkommen sollen. Und wenn du jetzt sehen willst, wie ich so ein High-End-Aquascape einrichte, dann klick auf das Video. Das ist die komplette Einrichtung von meinem 300 Liter Wald-Diorama-Aquarium.